aus Kokana, sind wir gerade mit dem Nachtbus angekommen. War ziemlich hin und her Fahrerei mit Shuttle-Service und so weiter und so fort. Dann ist die Klima in dem Ding noch ausgefallen. Ja, war richtig cool. Und jetzt gehen wir gerade so am Strand entlang zu unserem Hostel. Das ist irgendwie ein paar Meter davor und der Tuk-Tuk-Fahrer hat nicht hingefunden. Aber ja, jetzt sind wir da. Wetter ist noch ein bisschen bewölkt. Gestern hat es im Ort den Sturm gehabt. Aber ich glaube, das verzieht sich im Laufe des Tages. So, jetzt ist 7 Uhr morgens. Wir sind da im Hostel. Aber außer uns noch niemand. Bin mal gespannt, wann die auftauchen. So, sitzen wir jetzt noch in einem Café, weil unser Hostel irgendwie immer noch nicht von den Schlafenden erwacht ist. Und ich habe gerade den grässlichsten Cappuccino meines Lebens getrunken. Da steht das Attentat mit irgendwelchen Gewürzen drin. Hat ganz weihnachtlich geschmeckt. Ein Haufen Zimt, aber noch irgendwas Festes zum Kauen. Naja, aber sonst ist es eigentlich richtig nice hier. Super Aussicht auf den Beach. Wir haben schon wieder lautes Yoga. So, haben wir jetzt gerade erfolgreich eingecheckt. Das Hostel ist komplett neu. Auf alle Fälle richtig cool, aber das Beste ist der Ausblick, wenn man die Tür aufmacht. Geht schlechter, würde ich sagen. Und jetzt geht es dann nochmal in die Stadt, weil ich mich mal gleich einen Motorroller ausleihen oder vielleicht sogar ein Bike diesmal, weil das Hostel ziemlich außerhalb liegt und man hier gar nicht so viel machen kann. So, bin jetzt gerade am Weg in die Stadt. Bike ausleihen oder ein Roller oder sowas. Und es fällt wirklich auf die ersten Meter auf, ist ganz anders wie in Goa hier. Ganz anders. Viel weniger touristisch, kaum Leute auf den Straßen. Richtig cool. Das nennt sich Hauptstraße hier. Da kommt vielleicht mal ein Roller, aber das war's dann auch schon. Scheiße, Tuk-Tuk. Ach, die Inder einfach ohne Worte. Das sind anscheinend die Tempelwagen, die morgen da für das Festival durch die Straßen fahren und jetzt da präpariert werden. Das sind auf alle Fälle Riesenteile. Na, voll schön verziert mit irgendwelchen Holzschnitzen. Richtig schön, richtig schön. Hat sich wer richtig Mühe gegeben mit. Also das mit dem Bike ausleihen wurde nichts, weil die irgendwie für einen ganz normalen Roller schon 500 wollten pro Tag. Und das ist mir einfach zu viele. Ciao, vielleicht ein Fahrrad bekommen. Für ein bisschen weniger Geld. Würde man auch schon gelangen. Besser als zu Fuß gehen. Und ich habe mich verlaufen, da geht's nicht weiter. Und wieder zurück. So, zurück im Hostel, war ein ganz schöner Gewaltmarsch. Bike, also Fahrrad habe ich dann auch keins mehr gefunden. Also da hat es zwar welche zu verleihen gegeben, aber die waren schon mehr als durchgerostet. Und jetzt haben wir uns beschlossen, dass wir heute wohl kein Bike mehr ausleihen, sondern eher morgen. Oder vielleicht da gar nicht. Aber jetzt geht's auf alle Fälle erst einmal da raus und da runter. Weil da lacht die Sonne runter und da ist das Meer und da gehen wir jetzt hin.
Zug. So schaut ein indisches Zugticket aus. Es soll irgendwie in 10, 15 Minuten sowas kommen. Ja, schauen wir mal, ob wir noch einen Platz bekommen und dann geht's weiter nach Udupi. So, jetzt haben wir es erfolgreich nach Udupi geschafft. So schaut der Bahnhof aus. In Kanakataka. Ja, ist halt wieder indischer Bahnhof, ne? Jetzt geht's dann mit dem Tuk-Tuk ins Hotel. Morgen schauen wir uns die Stadt noch ein bisschen an. Es wird auch ein paar ganz schöne Tempel geben hier. Und dann geht's schon weiter nach Kochi abends mit dem Nachtbus. Weil da haben wir einen Inder kennengelernt über Instagram. Da hat irgendwie unsere Bilder geliked und uns dann geschrieben. Wir müssen ihn unbedingt mal besuchen. Und Kerala ist seine zweite Heimat und der kommt morgen auf Kochi und dann, oder besser gesagt übermorgen auf Kochi. Und dann verbringen wir den Tag mit dem. Bin ich auf alle Fälle schon gespannt. Aber jetzt erstmal ins Hotel.